Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Warcraft. Und ich habe mir wieder mal was überlegt. Ich weiß, ich glaube, ihr könnt das schon nicht mehr hören. Jedes Mal überlegt er sich was. Und es wird nicht besser. Nein. Und zwar habe ich mir überlegt, wir machen weiter wie bisher mit Suche nach Gruppe. Gott, da waren wir noch nicht. Flucht aus Dunhulde. Waren wir Setekan? Haben nicht mehr so viel Auswahl. Scheißegal, anmelden. Ich werde jetzt hier nicht in Sylvanas weitermachen. Euch würde ich es aber allerdings empfehlen, weil, wie gesagt, diese Ogre-Quests und sowas, das bringt alles einen Arsch voll EP. Aber dadurch, dass wir Instanzen nebenbei gehen wollen und ich das ein bisschen interessanter gestalten will, werde ich weiterfliegen, und zwar zur Toshlech-Station. Das ist das zweite Gebiet hier. Also Allianzgebiet. Können wir mal einen kleinen Rundblick. Hier unten sind diese ganzen. Hier unten finden diese ganzen Ogre-Questreihen statt. Das sind zwei verfeindete Clans und ihr müsst die dann so nach und nach gegeneinander aufbringen. Da sind ein paar Schwarzdrachen mal wieder betrunken gewesen, haben sich aufgespießt. Passiert. Nein, auf jeden Fall. Würde ich das gerne ein bisschen alles interessanter gestalten und würde gerne ein bisschen actionreichere Quests machen, also für dieses Gebiet actionreichere Quests. Und deshalb fliegen wir jetzt zu Toshlech Station, bei der es eigentlich nur eine bekloppte Questreihe gibt, die ich sowieso niemals mache, weil die mir einfach zu viel Zeit kostet und es einfach für den Arsch ist. Aber den Rest machen wir. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob ich das mit den Netherdrachen-Eiern mache. Die Quest war nämlich auch für den Arsch. Aber egal, wir gucken erstmal uns um und dann entscheiden wir spontan, was wir machen. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir, wie gesagt, recht fix in Instanzen kommen. Ich will jetzt diese zwei Level hinter mich bringen und endlich auf meinen liebsten Kontinent gehen, nach Nordend. Ein paar Stromwandler besorgen. 5 Elektrom-Elementare einzufangen. Aha. War das die Scheiße? Ich weiß es nicht mehr. So, kristallklar. Töte 10 Kristallfelsklauen. No problemo. So. Da. Testflug der Sephirim Kapazitorium. Ach du Scheiße. Was für ein beknackter Name. Das ist übrigens eine ziemlich gemeine Quest. Wer nicht fliegen kann, wird ein kleines Problem bekommen. Ist aber nicht schlimm. So, dann. Was war zuerst da? Drache oder Ei? Ist eine auch eigentlich nicht so tolle Quest, aber ich werde sie trotzdem machen. Weil die kann unter Umständen ziemlich anstrengend sein. Doch als erstes machen wir erstmal einen Testflug. Dazu quatschen wir einfach die kleine Rallye-Zapschnapper an. Ich bin bereit für meinen Testflug, klicken wir und wir landen auf so einer lustigen Plattform. Irgendwie werden wir mit Strom beschossen. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwie sexuell erregt, aber Spaß macht es glaube ich nicht. Und bang. Ja, man wird immer bei diesen Testflügen hochgeschossen, wird ein bisschen und darf eine Weile vor sich hinschweben. Kann ich eigentlich aufmounten? Ach schade, ist okay gekommen. Ja, man kann natürlich auch das wegklicken, aber dann landet man eventuell hart. Man wird eigentlich einmal den kompletten Berg nochmal runtergeschmissen. Dann kommen noch spätere Testflüge, die bringen einen noch zu viel skurrileren Orten. Die nicht toll sind, aber kann durchaus mal vorkommen. Flug. Aua. Frechheit. Jetzt dürfen wir den ganzen Weg wieder hochfliegen. Aber das war eine Quest. Das sind EP. Klingt komisch, ist aber so. Nein, das mit den Energiewandlern war doch eine coole Quest. Es war noch nicht das mit diesen singenden Scheißkristallen. Singende Scheißkristalle ist nämlich eine ziemlich beschissene Quest. Daneben. Setekhallen! Zwei Bosse habt ihr gesehen? Ja, leider nicht mehr, aber. Setekhallen nur zwei Bosse? Hä? Halt nicht mal mehr. Kann jetzt mal der Questgeber auftauchen? Cool. Her damit. Annehmen. Annehmen. Ach man, die rennen schon wieder vor. Ich bin doch nicht der schnellste Mensch. Hier kann es ziemlich mies werden. Ich habe mal jemanden hier durchziehen wollen und da ist etwas sehr Bescheuertes passiert. Nämlich,
diese komischen Viecher, nämlich davon gibt es bestimmte Mobs, die können einen übernehmen. So, die Geschichte ist folgendermaßen geendet. Er war Level, ich glaube so wie ich, 66, ich war Level 85, wir hier fröhlich reingesteppt, wollte ihn ein bisschen durchziehen, wurde übernommen, hab ihn totgeprügelt. Ja. Lustige Geschichte. Für ihn nicht. Besonders bis dieser Zauber mal nachlässt, ey. Hallo, die Welt, wenn niemand mich aufhält, befreit oder so, weil schieben konnte er mich nicht. War ein bisschen zu stark für ihn. Ja. Lustig. Oh Mann, ey. Ich hab einen Debuff. Ja, aber von diesem komischen Disco kommt. Keine Ahnung. Mir geht's gerade eigentlich ganz gut. Ein Durcheinander. Ja, da sind diese Totems, glaube ich. Da ist jemand übernommen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man die umbringen muss, aber ich mach's einfach mal. Ich glaube, das waren diese Totems, die einen übernehmen können. Und ich habe nur sowas. Ach, Facebook, Alter. Ja, hat man ja schon gesehen. Der Krieger sieht ein bisschen blass aus. In der Augen. Die Eule gleich auch. Blub. Blub, blub, blub. Blub. Was war los? Ja. Übernommen. Ich guck mal kurz auf Facebook, solange die diskutieren. Wo ist eigentlich unser Heiler? Da. Ich will übernommen. Ja, genau. Genau das meine ich. Deswegen diese Totems platt machen. Bloß um Himmels Willen platt machen. Für Leute, die gerne Tierchen sammeln. Bei Tierchen meine ich. Bietet die 85er Variante etwas Wunderbares. Quatsch, nicht 85er, die heroische Variante hier von den Setekheim. Weil wenn wir mit auf heroisch hier drin sind später mal, vielleicht kommen wir das noch zu, vielleicht haben wir noch mal was vergeben. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Den erwartet etwas Tolles bei einem Boss mit etwas viel Glück, aber da braucht man wirklich viel Glück, weil hier könnte man den Rahmen fest aussehen. Und ich wurde übernommen. Hey! Das macht Laune. Ich bin doch der mit dem meisten Life. Oh Mann, macht das Totem platt.